Hi zusammen, viele Grüße hier aus dem Hampton bei Hilton in Frankfurt am Flughafen. Wir sind hier für eine Nacht und fliegen morgen früh nach Dubai. Und hier möchte ich euch entsprechend auch ein paar Einblicke zum Hotel geben, sowie mal das Jahr Revue passieren lassen, euch mal so ein paar Dinge mitgeben, die bei mir jetzt in diesem Jahr waren. Ansonsten legen wir los! Sehr zu empfehlen, das Lokal The Italian, hatte ich gesehen, es gibt 8 Filialen aktuell deutschlandweit und wenn ich mich nicht irre, sogar auch noch in Österreich. Ja, und jetzt gehen wir zurück zum Hotel. Das Fitnessstudio wollen wir später natürlich auch noch austesten. So, vielen Dank, der Herr. Das ist der Fitnessraum. Aber was uns hier erschreckt, sind ja nur Kurzhantel. Die machen freie Gewichte. Ich krieg bald einen Schlaganfall. So, guten Morgen zusammen. Wir waren jetzt gerade frühstücken und machen uns jetzt entsprechend fertig, damit wir hier zum Terminal 2 gehen. Tatsächlich nur 700 Meter vom Hotel hier entfernt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Ansonsten hatte ich ja vor einem halben Jahr etwa einen Vlog hochgeladen, wo ich im Steigenberger Hotel Bad Pyrmont war. Verlinke ich euch auch hier nochmal in der Infobox. Und da war ich tatsächlich auf einem Onboarding, da ich jetzt Mitte des Jahres bei einem Glasfaserprojekt tätig war, heißt im Außendienst, weil ich gedacht hatte, einfach allgemein besser im Vertrieb zu werden, dass das das ist, was mich weiterbringen würde. Letztlich habe ich dann aber festgestellt, dass ich einfach persönlich nochmal mehr an mir persönlich arbeiten muss, um so voranzukommen, wie ich das will. Und dementsprechend ist das so das, was jetzt für kommendes Jahr ansteht. Und jetzt mit dem Dubai-Trip will ich natürlich auch einiges an Content kreieren, was hier auch auf dem Kanal online kommen soll. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einiges freuen. So, bedeutet also, wenn du dich dafür interessierst, wie man sich exklusive Vorteile rund um das Reisen spezifisch für Hotels sichern kann, also den besten Preis für ein Hotel zu bekommen oder allgemein weitere Inhalte von mir sehen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Jetzt möchte ich euch natürlich zum Ende auch noch ein Fazit zum Hotel geben. Wir waren wirklich sehr begeistert, haben uns echt wohl gefühlt. Zimmer war top gepflegt. Allgemein die Hotelanlage hat uns super gefallen. Frühstück hat super geschmeckt, war auch relativ vielseitig. In Summe würde ich sagen, 8,5 von 10 Punkten würde ich dem Hotel geben. Fitnessstudio, haben mir die Geräte etwas gefehlt. Da wäre das sonst meiner Meinung nach nochmal besser geworden. Aber alles in allem kann ich das Hampton bei Hilton Hotel sehr empfehlen, gerade wenn du eben kurz davor bist, von Frankfurt eben woanders hinzufliegen. Wie wir beide jetzt zum Beispiel auch nach Dubai fliegen. Das folgt dann im nächsten Video. Daher abonniere jetzt den Kanal, dass du künftig keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dann, euer Benny. Ciao.